Hi Freunde, wir sind zurück bei The Last of Us. An gleicher Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich hier in dieser langen Straße. Und ja. Wir gucken einfach mal ein bisschen rum. Weiß nicht, ob es hier unten, hier geht es auch nicht rein. Hier oben war ich schon. Und da schauen wir einfach mal ein bisschen rum. Irgendwo wird es hier weitergehen. Alles ein bisschen ruhig gerade. Hier ist überall nur Stacheldraht. Hier wird es bestimmt nicht weitergehen. Die Tür ist zugewachsen. Wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Ja. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Sieht wirklich aus wie eine krasse Quarantänezone hier. Also ist ja alles, ja, verbarrikadiert, zugenagelt. Also hier ist eine ja, das Stadt. Ist Bills Handschrift. Soweit ich weiß, ist er allein. Das ist eine typische Stadt, die sich vorher bisschen abgeschottet hat von allem. Oh, hier eine Falle. Sehe ich. Da ist eine kleine Falle. Kleiner Draht gespannt. Oh, Mann! Oh, krass. Was? Wow. Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Widerlich, kann ich dazu sagen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Was voll? Nope. Er weiß, dann wo es was gibt. Was, und zwar Medikit. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Nein, ich auch meistens noch ein paar mehr oder noch ein Runner. Oh, hier ist was Cooles, Freunde. Hier kommt was Cooles. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Hier scheint es auf jeden Fall erstmal weiterzugehen. In Form der Leiter. Die dann wahrscheinlich dort anlehnen müssen. Oder wieder ablegen. Dumbass! Na? Haben wir. Come on, Ellie. Follow me! Oh, soll ich das Brett nehmen? Ich dachte, ich eigentlich soll hier drüber gehen. Vielleicht brauche ich das für woanders? Nö, oder? Da war der Bogen! Der Bogen! Hey, sieh mal an. Ist das Gib nicht ihn geil? Doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Ist das nicht genial? Hier. Die Luft ist rein. Komm hoch. Okay. Ach, Mist. Okay, ich würde sagen, ich brauche das Brett von vorn. Dann werden wir uns... Na, runter. Ich habe nicht nach oben geklickt. Hier, das hier können wir nehmen. Sehr geil. Das klappt doch wie am Schnürchen hier, Freunde. Where's my bread? Bread, the Hitman Hard. So. Ich kann natürlich nicht schneller laufen mit Brett. Komisch. So. Und Ring. Funktioniert. Klicker! Okay, aber
Ich glaube, ich weiß das, was die von mir wollen. Ich will aber gar nicht Pfeil und Bogen probieren. Ich hätte lieber mal das Teil hier probieren, wenn ich ehrlich bin. Und zwar mit einem Kopfschuss. Und das reicht ja nicht mal. Oh mein Gott. Aber das hat gereicht. Verdammt! Nicht schlecht. Okay. Hör mal zu. Ach, ich... Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm... Alter! Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu fremden. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Okay, aber wann kommen wir zu diesem Bill? Da ist der nächste Stolperdraht. Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Aber hier geht's rein. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Scheiße. Okay, hier oben wird's wieder heller. Keine Sorge. Das wird schon. Oh Mist! Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Widerlich! Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Toll. Oh mein Gott. Bin ich einmal voll geheilt. Message to Rachel. Rachel against the machine. So. Gucken wir mal, was gibt's hier noch? Überall cooler Stuff. Jupp, im Schubfach. Nöp. Können wir was anfertigen? Können wir nicht. Naja, fast. Okay, wieder runter. Lass uns mal hier verschwinden. Okay. Hinten ging es nicht weiter, also kommen wir jetzt zu dem Draht. Und ich glaube, da werden wir wirklich so eine Flasche hier mal nehmen. Werden die einfach mal gezielt. Okay, zurück, zurück! Okay. Ey, oh, das war knapp. Krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Reicht die 9 mm? Also. Ja, komm. Angst macht mir das hier echt ein bisschen, weil das. Das sind halt jedes Mal unglaubliche Schläge hier. Und, ja. Da könnten jederzeit hier noch ein paar Runner oder ein paar Klicker kommen. Bleib in meiner Nähe. Ist hier was Schönes? Yep. Ammo! Ellie, komm schon, wir! Fickt euch! Verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank! Das ist das Gegengewicht! Okay! Schneid das Seil durch! So komme ich runter! Bin dabei! Allein! Joel! Och nö, na Scheiße, klar. Sie kommen! Joel! Kümmer dich ums Seil! Oh, der Freak jetzt hier haben wir gar nicht gesehen. Er lebt! Was bist du? Ich
Ach, das Spiel. Das gibt's doch nicht. Shit. Naja, wenn's so immer klappt. Ich glaub so einfach, wenn's nicht bleibt. Ehrlich! Scheiße. Das war eindeutig ein Klicker. Lad nach, lad nach, lad nach. Jetzt kommt nämlich dieser. Ehrlich! Okay, wir haben den Klicker. Wir haben halt erlebt. Nachladen. Fuck! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier, Munition! Danke. Ammo! Verdammt nochmal! Beeil dich! Nimm das Arschloch weg von mir! Schnell, sie kommen näher! Geh in Ruhe, du blödes Vieh! Okay, 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 okay. Und bin ich? Shit. Haben wir. There is some help. Ich dummer Idiot. Okay, es wird dann bestimmt noch weitergehen jetzt. So, ich glaube, ich müsste rennen, weil da jetzt zu viele kommen. Verdammt nochmal! Weg! Zurück! Wo lang? Wir sind zurück, komm! Hier! Lauf, Ellie! Verdammt, wo ist der Schreck? Leute, hinter uns! Bill, na los! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher! Bill, sie kommen durch die Tür! Ich hab's gewusst, mach sie fertig! Zurück! Zurück! Scheiße, jetzt hat er den Nachtanfall. Gott verdammt, sie kommen her! Sie kommen her! Lauf weiter, hier dann! Komm, lass mich hoch! Sie ist auf! Na los! Hammer! Mann, das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie.
Jetzt mach schon! Jetzt! Mach mal lang! Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein! Irgendein Ausschlag! Nein, verdammt, ich bin sauber! Wenn du auch nur zuckst! Verdammt nochmal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus! Löst alle Fallen aus! Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm! Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest! Oh. Also mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Mist. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ja, lese ich mal um. Vielleicht du mir was gebrauchen. Na, klar doch. Hat er noch ein bisschen was hier? Messer verbessert. Möglichkeit von Klingen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Oder punktieren in der Häusung. Lautloser Waffenkampf. Naja. Haben wir ja wieder was gelernt. So, liegt hier noch irgendwo was Cooles rum? Bildskarte. Okay, die werden wir sicherlich später auch mal brauchen. Um irgendwo hinzukommen. Ich habe einen Baseballschläger, da brauche ich das Teil gerade nicht. Hat er hier noch was Schönes? Yes. Tatsächlich, auch hier unten haben wir noch Stuff. Wahnsinn. Der hat ja hier alles für uns, der Kerl. Gibt's hier noch Zeug auf den Tischen irgendwo? Nope. Hier hinten vielleicht? Nee. Aber hast du nee, jetzt okay. Alles fertig? Bastel mal kurz ein bisschen. Okay, Ellie, los, komm. Allein. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Also in was für einer Scheiße steckst du? Ja, es und wo ist einmalig. Tess? Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen... Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar.
beschäftigt. Billy Boy! What the fuck? Es gibt Ärger im Paradies. Oh, ja, sowas in der Art. Delicious. Okay, dann mal los. Billy, follow me. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was ist das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Shit, was ist sinnlos? Wo sind die verfickten Klicker? I wanna have those clickers. Hier drüben! Hilfe! Ah, da ist er. Schnappen wir. Goodbye, Mr. Clicker. Son of a bitch! Okay. Ich muss die Barrikaden bringen. Haben wir. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten schleppen. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Wir gehen da lang. Open up! Billy Boy! Open the fucking door! Und hier sind wir. Wir müssen natürlich auch hier rein, würde ich sagen. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Sehr gut. Grab all the stuff around here. Die normalen Leute machen mir Angst. Ja, das war's schon. Gar nicht. Und jetzt upstairs oder was? Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also upstairs. Redet ja nie mit mir. Mr. Bill. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Keller? Nur dann. Gehen wir doch mal rein. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf! Finger weg!
Hallo. Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Krass, krass, krass. New Weapon Award? Think so. Eine Schrotflinte. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Ist da sonst noch was? Ich glaub's eigentlich eher nicht, weil ich darf ja auch gar nichts anfassen. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Jo, haben wir. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Eine Nagelbombe. Oh, hier gibt's doch Zeugs. Ich nehme an, Sie suchen nach Pfeil und Bogen. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Tank. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte Sag klappen. Mal, hatten wir noch alles hier? Sehr geil, danke Billy Boy. Wo müssen wir lang? Hey, ich schwöre Upstairs dir, wenn du was geklaut hast. Da soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Nahkampfwaffe habe ich. Schade. Das war's. Mehr hat er hier nicht. Gehen wir mal hoch. Wenn das sein Versteck ist hier, dann gehe ich mal davon aus, dass er hier allein ist. Und dass jetzt hier nichts groß weiter passiert. Gucken, ob hier noch Zeug. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Auch nicht. Okay, Zeit zu packen. Ah, wir gehen durchs Fenster, okay. Ich guck trotzdem nochmal hier rein. Das ist nicht der Weichstuhl. War doch klar, dass hier noch was okay, ist. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Na, das wäre doch gelacht, wenn wir uns das entgehen lassen. And now we're leaving through the window. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Also, let's go to the high school. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, weil das ist ein ganz schön langer Weg, so wie das jetzt aussah. Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nicht. Wieso stehst du jetzt? Wenn du meinst. Soll ich den Anfang machen, oder? Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Haben wir? Also zwei sind weg. Wir leben noch. Also es läuft ja diesmal ganz gut. Dazu gibt es hier einiges an Gewehrkugeln noch dafür. Das lief jetzt echt Sahne, muss ich sagen. Wir haben mehr Gewehrkugeln wie vorher. Finde ich spitze. Zwei
weiß ich nicht, was hier unten auf uns zukommt. Kommt da mal immer einer hoch von denen oder nicht? Ich weiß nicht, ob der hier hochkommt, wirklich wär's. Ah, sieht so aus. Nee, kommt er nicht. Haben wir. Viel knapper kann es nicht werden. Schon ein bisschen eklig, aber wir haben sie, glaube ich, fast alle jetzt hier. Hier gibt es auch 4 Revolverkugeln, auch was man hier alles findet, sehr stark. Also die von hier der Plattform werden wohl alle hoch sein. Aber natürlich, hier unten geht's weiter. Hier unten noch 1, 2, 2, das wird es gewesen sein. Hammerhart. Sie etwas dabei haben. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Hammerhart. Nochmal 4 Revolverkugeln. Hinten habe ich was gesehen. Sehr gut. Hammerhart. Oh, dann müssen wir wahrscheinlich hier durch. Mist. Verschlossen. Nee, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Du Idiot. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Och nö. Das hört ja nie auf hier mit euch. Zum Glück sind es keine Klicker. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Aber... Ah, das sind, aber etliche von denen. Und die müssen von mir aus jetzt nicht alle auf einmal hier aufmerksam gemacht werden auf uns. Ah, und Krieger gibt es trotzdem zusätzlich noch. Das ist ja klar. Seid ihr verrückt? Wie haben die mich jetzt entdeckt? Seid ihr bescheuert? Ja. Boah, jetzt, was war denn das? Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! War das ein Double Knockout? Ich hab hier den Runner und den Klicker mit einem Schuss erledigt. Wahnsinn. Das waren eindeutig mehr Leute draußen, als jetzt hier drin von uns erledigt wurden. Ich weiß auch nicht, was wir hier drin jetzt machen. Ob wir hier überhaupt rein müssen. Sieht nämlich eher nicht so aus. Hinten ist der Zaun auf, sehe ich gerade. Da werden wir wohl hier durch müssen. Ja, das macht Sinn. Wow! Shit! Too much! Too much! Wow!
one click of ass. Verdammt! Verfickte Scheiße! Aber hier hinten rum unmöglich. Oh, was haben wir denn hier alles? Gar nicht gesehen. Was gibt es hier noch? Pfeil und Bogen, also beziehungsweise noch ein paar Pfeile. Geht's hier rein? Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Gut aus. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Nein, sieht's nicht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Was? Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Alec, okay, go out of there. And open the fucking door. Bringen Sie noch mehr von diesen Kippen. Oh, Scheiße. Her. Thanks. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Die Frage ist nur, wo wir hin müssen. Müssen wir hier rüber? Nein, sieht wahrscheinlich nicht so aus. Wir müssen mit Sicherheit natürlich da rein. Wie viele sind das? Zwei. Hinten wieder raus einfach. Ja. Wunderbar, okay, gemacht. Los, aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Oh. Bitch. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Okay, Freunde. Geht da rein. Wir haben es geschafft. Komm, Ellie. Hey, Joel. Ja? Und wir nähern uns an der Stelle dem Ende dieser Episode. Kurz. Wir sind tatsächlich hier bei Mr. Billy angekommen. Also Bill. Ja. Was habe ich gesagt? Ja. Wir nähern uns. Das wird katastrophal. Das machen wir das nächste Mal. Das sind echt zu viele. Freunde Mikey Days, ich sage an der Stelle tschüss. Ich wünsche euch was. Bye, bye.